Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video nach fast einem Monat mittlerweile in Aktivität. Tut mir auch leid, aber ich habe wieder ein bisschen so Motivationsloch, das heißt, ich spiele das Spiel eigentlich aktuell auch gar nicht so oft. Aber ich will natürlich nicht komplett ohne Aktivität auf dem Kanal bleiben, also ab und zu kommt natürlich in jedem Fall was. Und ich habe gerade einfach deshalb eine Idee gehabt oder eine Anregung gehabt, weil ich eine E-Mail von einem Zuschauer erhalten habe, vom lieben Arthur, hier nochmal viele Grüße, der gebeten hat, mal ein Spiel mit diesem Testing, das wir hier gerade sehen, zu machen, also Gegner KI auf der höchsten Stufe auf Arena mit 45 Minuten Vertrag. Er hat gesagt, gerne auch gegen mehrere KIs, aber ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube noch nicht, gegen zwei KIs schaffe ich das schon mal nicht. Ich werde jetzt erstmal um die Grundsätze, also ich glaube, dass die KI, wenn man ihr so viel Vertragslaufzeit gibt, zu zweit auf jeden Fall sehr, sehr schwierig sein würde. Ich kann es mal so machen, ich nehme jetzt hier das Video auf, in dem ich es gegen eine KI mache und dann mache ich noch ein Video, in dem ich es gegen zwei KIs mache und dann gucke ich mal, wie das läuft. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht schaffen würde, weil bei 45 Minuten die KI auf jeden Fall schon bei 200 Population ist und natürlich auch mit Handel dann nochmal einen großen Vorteil hat untereinander. Also ich glaube nicht, dass ich das so hinkriegen würde, aber ich mache das jetzt einfach mal, einfach weil es auch ein Wunsch war von Natur und ich jetzt keine Einwände, sag ich mal, habe, also keinen Grund sehe, das nicht mal zu erfüllen hier. Ich habe schon mal ein Video gemacht mit einem Vertrag mit KIs, um das dieses Setting grundsätzlich auch mal zu zeigen, das ist ja durchaus auch beliebt unter vielen Spielern. Ja, ich mache mal zufällige Völker, das hat aber einen riesigen Auswirkung. Also gut, ich würde sagen, Koreaner sind leicht besser als Chinesen im Late Game, aber es ist nicht so, dass ich als Chinese keine Chance hätte, auf jeden Fall. Jetzt unabhängig davon, dass wir auf Arena spielen, wo das fast, es ist mit Vertrag ist es fast egal, da man sich ja sowieso nicht gegenseitig angreifen kann. Aber auf Arena hat man ja diese Mauern noch mit dran. Was natürlich auch noch mal ein bisschen was ausmacht. Normalerweise, aber bei Vertrag halt eigentlich kein Faktor sein sollte. Oh, das war dumm. Sollten da nicht zwei sein hier. Oh, ah, das wird eng. Das wird eng. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. So. So. Ja, weil unter diesen Settings, also wenn man Vertrag spielt, gibt es eh nur eine Strategie, die oder einen Ansatz, der Sinn ergibt, nämlich Fast Castle Boom. Also man geht so schnell, es geht in die Ritterzeit und baut halt zusätzliche Dorfzentren, das ist eigentlich der einzige Ansatz, der Sinn ergibt. Deshalb, ich mag das Setting aus strategischer Sicht nicht so gerne, weil es halt sehr limitierend ist. Also es limitiert das Spiel halt sehr, sehr stark auf nur eine Phase des Spiels, auf eine einzige Strategie, die Sinn ergibt. Alles andere ist halt total sinnlos mit den Settings. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund, warum Leute das so spielen. Also die wollten einfach Late-Game-Action sehen. Ich habe jetzt deshalb noch nicht hier auf den Wald meine Dorfbewohner geschickt zum Holzhacken, weil ich noch keinen guten gesehen habe. Ich habe auch eine sehr, sehr schlechte Karte, sehe ich gerade, aber es wird wird halt auf Arena jetzt kein Faktor werden. Weil ich die Mauer natürlich auch löschen kann einfach. Ja, also so rein aus strategischer Sicht bietet dieses Setting nicht viel. Weil, wie gesagt, halt nur dieser eine Ansatz überhaupt Sinn ergibt, alles andere funktioniert halt nicht. Also wenn man irgendwas anderes macht als das und der andere spielt halt diese Strategie, dann verliert man auf jeden Fall. Deshalb gefällt es mir nicht ganz so gut. Ja, und wie gesagt, der Ansatz ist einfach nur, so schnell es geht, in Ritterzeit zu gehen. Oh, ich muss auf jeden Fall ein Haus bauen, jetzt labere ich mich hier schon wieder in die Bredouille. Und wir holen mal hier ein Wildschwein rein. So, wir haben alles an Tieren geholt, das kann ich mal ein bisschen scouten gehen. Ja, ich habe das jetzt aus diesem Grund auch das Spiel hier mal auf, ich mache den mal auf Autoscout, das Spiel hier auf schnell gestellt. Da, 45 Minuten doch durchaus recht viel sind. Hier hinten könnte ich auch noch Wald haben, sehe ich gerade, dann kann ich wahrscheinlich einfach meine Mauern hier löschen. Das brauche ich glaube so. Ja, was ist das zu sagen? Also, genau, das Einzige, was hier Sinn ergibt, ist halt das, was ich jetzt hier mache, natürlich. Und halt so schnell wie es geht in Ritterzeit kommen, dann dort Dorfzentren bauen. Da wir jetzt hier auf Arena und 1 gegen 1 nur spielen,
Könnten die Reliquien theoretisch auch eine Rolle spielen. Also würde ich das mal so machen, dass ich zwei Dorfzentren baue, dann sofort versuche, Mönche rauszukriegen und dann da mal weiter auf die Wirtschaft zu fokussieren. Also auf jeden Fall auch mehr als zwei zusätzliche Dorfzentren bauen. Man hat ja wirklich extrem viel Zeit. Das heißt, es geht wirklich nur darum, so schnell es geht, auf diese starke Late-Game-Wirtschaft zu kommen. Und das kann man eben nur machen, indem man Dorfzentren fokussiert. Deshalb, ich glaube, mindestens auf 5 Dorfzentren gehen wird schon Sinn ergeben. Und ja, also es geht halt wirklich nur eigentlich ums Late Game. Das heißt, in solchen Settings sind auch die Technologiebäume der Völker, mit denen man spielt, sehr, sehr ausschlaggebend. Insgesamt sind für mich die Koreaner auf jeden Fall ein stärkeres Late Game-Volk als die Chinesen. Aber die Chinesen sind auch nicht schlecht und haben vor allem eine sehr, sehr gute Spezialeinheit. Haben die Koreaner natürlich auch. Also eigentlich ist das kein gutes Argument. Aber jetzt in dem Matchup hier würde ich sagen, ist es leicht besser für die Koreaner, aber Chinesen sind auf jeden Fall nicht zu verachten in diesen Umständen hier. So, ich mach mal noch einen auf Holz, glaube ich. So, auf die nächste Zeit. Noch ein Feld. Wunderbar. Also theoretisch könnt ihr auch ich bin bei mir da so reingelatscht, ne? Na gut, weil wir einen Vertrag haben, ist es ja egal. Kann ich eigentlich durch das Tor laufen, wenn man einen Vertrag hat? Jetzt mal rausfinden, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nämlich, ja, deshalb bin ich überhaupt erst reingekommen. Ja, also man kann an sich die Mauern auch löschen, natürlich. Haben wir hier noch zwei Felder, glaube ich. Das Gefühl, ich unterbreche die ganze Zeit meine Gedankengänge hier. Das kommt nochmal wieder wahrscheinlich. Ja, genau, Koreaner, das Matchup. Weil die Kriegswägen sind halt schon eine extrem populationseffiziente Einheit. Auch vor allem fürs Late Game halt. Deshalb eigentlich ist es leicht besser, aber ich denke, es wird nicht so ausschlaggebend sein. Ich denke, mit den Chinesen bin ich da ganz gut aufgestellt hier. Jetzt zwei, können wir hier rüber. Ihr geht hier rüber, ihr kommt zurück. Wunderbar. Jetzt bin ich. Der will auch auf jeden Fall hier die Basis von ihm skirten. So, wir sind auf dem Weg nächste Zeit. Wunderbar. Chinesen haben natürlich auch den coolen Vorteil, dass sie immer Rohstoffe sparen, wenn sie Technologien erforschen. Also, jetzt habe ich jetzt hier. Günstigere doppelständige Axt, ist noch nicht so viel, aber pro Zeitalter wird das halt mehr, dass man das so spart. Und das läppert sich natürlich sehr. Feld-Upgrade haben wir auch direkt natürlich. Gold-Upgrade ist erstmal nicht so wichtig. Mauern könnte ich eigentlich löschen. Ich überlege, ob ich das mache. Ich glaube, es ist nicht notwendig wirklich. Ich glaube mal hier, ob ich hier ein Dorfzentrum hinbauen will, aber wahrscheinlich will ich hier unten eins haben. Ja, und dann wie gesagt, ich würde jetzt erstmal zwei Dorfzentren bauen, eigentlich ganz, ganz klassisch. Also, weil man hat 200 Steine, das heißt, man kann sich sofort auf jeden Fall auch zwei leisten von Anfang an, um dann halt die Wirtschaft zu fokussieren. Habe jetzt hier auch nichts besonders auf die Chinesen zugeschnittenes gespielt, ehrlich gesagt. Also die Zeit dürfte relativ normal ausfallen hier. Und dann würde ich halt das nächste, was ich noch jetzt habe, in ein Kloster investieren und dann anfangen, die Reliquien einzusammeln. Da wird es eben auf Arena befinden und im 1 gegen 1. Ich baue jetzt nochmal das Dorfzentrum hier. Sind Reliquien auf jeden Fall schon ein Faktor, würde ich sagen. Ja, deshalb würde ich das auf jeden Fall mal in Betracht ziehen hier. Aber man hat ja keine andere Möglichkeit im Late Game wirklich sehr viel Gold zu holen. Und ich würde halt sagen, man muss auf jeden Fall mit Vertragssettings dann schlagkräftig fertig sein, wenn der Vertrag ausläuft. Also wenn die 45 Minuten vorbei sind, jetzt hier in 29 Minuten Ingame-Zeit, müsste ich halt ready sein, um auch direkt loszuschlagen und direkt aggressiv zu werden.
Und auch so ein bisschen die zusätzliche Ressourcen schon mal so in Beschlag nehmen, ist auch wahrscheinlich keine schlechte Idee. Habe ich hier 5 auf Bären eigentlich? Ne, das war der eine, der noch hier Häuser gebaut hat. Da kann ich jetzt auch mal einen Dorf für abbestellen. Ja, und jetzt geht es halt erstmal hier. Achso, der nächste Schritt natürlich, das habe ich jetzt in der Erklärung so ein bisschen übersprungen. Da wir jetzt 3 Dorfzentren haben, brauchen wir natürlich auch genug Nahrungszufuhr, damit auch alle Dorfzentren fleißig Dorfbewohner produzieren können, damit unsere Wirtschaft schön schnell wächst. Und dafür brauchen wir exakt 6 Dorfbewohner pro Dorfzentren, die halt laufen, brauchen wir auf Nahrung. Das ist jetzt gleich, wenn die Felder fertig sind, gegeben. Das heißt, jetzt würde ich die Kollegen hier losschicken, um ein Kloster zu bauen. Er baut hier auch einfach Dorfzentren, das macht alles andere, ergibt ja keinen Sinn, wie wir besprochen haben. So, jetzt fortgehen, nicht verdaddeln. So, hier, bitteschön. Und jetzt, ich benutze schon mal ein bisschen, also ich lasse die jetzt auch weiterhin auf Gold. Ich möchte jetzt auch Mönche machen, aber jetzt habe ich mir 100 Steine schon mal gekauft, um direkt auch das nächste Dorfzentrum in Angriff nehmen zu können. Ja, gehen wir hier hin. Also mindestens 5, wahrscheinlich eher, ja, ich weiß gar nicht, ob 6 ergibt, so viel Sinn ergibt. Ich habe es auf mindestens 150 Dorfbewohner, kann man schon gehen in dem Setting und dann kann man dann später wieder welche löschen, wenn man Verkaufsplatz halt braucht. Würde ich jetzt mal, also ich habe es jetzt nicht irgendwie 1000 Mal ausprobiert oder so, das ist jetzt einfach aus Gefühl raus. So, holen uns auch die Schubkarre, ist immer gut. So, der Kollege ist da. Dann sage ich ihm mal Bescheid, was er alles einsammeln darf. Und der nächste holt sich dieses hier. Und wir machen mal 8 Stück auf Stein. Machen das entsprechende Upgrade. Ihr könnt Stein hier oben gehen. Also ich werde ja, das ist ein bisschen viel so früh, aber gut, ich mache es jetzt mal. Also ich will ja auch weitere Dorfzentren bauen und ich will auf jeden Fall viele Burgen haben. Meine Armeezusammenstellung wird auf jeden Fall Chukunu sein, meine Spezialeinheit mit Ramen. Und ja, als Unterstützung könnte ich mir Plänkler sogar vorstellen. Aber das ist ja keine besonders populationseffiziente Einheit eigentlich. Aber die würden insofern Sinn ergeben, weil ich halt mit Kriegswegen so ein bisschen rechnen muss. Und was halt auch sehr stark ist von den Koreanern im Late Game, was ich halt überhaupt nicht habe als Chinese und was auch mal einfach die chinesische Schwäche so ein bisschen ist, sind Belagerungsonager. Sehr, sehr stark von den Koreanern. Da habe ich eigentlich nicht wirklich was für. Da könnte ich auch über leichte Kavallerie und oder Chevaliere nachdenken, im Zweifel. So, der hier hat schon seine Relikte eingesammelt. Wunderbar. Dann kannst du noch die hier holen und dann haben wir auch alle in Beschlag genommen. Wunderbar. So, hier, wo können wir noch ein Dorfzentrum klatschen? Da oben ist ein wunderschöner Spot. Allgemein können wir halt auch schon mal die neutralen Spots besetzen. Um das schon mal so ein bisschen abzutragen. Gibt es hier noch einen, der so ein bisschen neutral ausfällt? Eigentlich nicht. Dann würde ich die so ein bisschen hier verteilen. Genau. Dorfzentrum hier ist fertig. Wie viel haben wir jetzt? 4, 5. Ich überlege gerade, mache ich noch eins? Kein Webstuhl gemacht. Das heißt, der Dorfbewohner wird jetzt wahrscheinlich sterben. Oder nein, mein heldenhafter Speer war rechtzeitig da. So, und jetzt habe ich hier viel. Also ich hole mir auf jeden Fall auch noch die beiden Technologien hier. Und die hier möchte ich natürlich eigentlich auch haben. In Handkarren. Ich überlege, ob ich noch ein Dorfzentrum mache. Ja, ich glaube, 5 ist eigentlich genug. So, wir machen schon mal eine Burg jetzt hier hin. Dann können wir auch gleich in die Imperialzeit gehen. Irgendwas habe ich gerade, wollte ich gerade mal, genau die Schubkarre hier. Wir machen auch schon mal die anderen Technologien, einfach damit ich sie habe und nicht vergesse. So, meine Armeezusammenstellung noch mal überlegen. Ich glaube, ja, Gold wird erstmal nicht so knapp sein, vor allem weil ich jetzt hier die ganzen zusätzlichen Spots schon mal belegt habe. Ich könnte sogar das hier noch mit einem schnappen. Also ich nutze das hier jetzt komplett aus und will damit auch so ein bisschen zeigen, warum
mir dieses Setting nicht so gut gefällt. Weil man eben so viele Sachen machen kann, die nicht so, also so ein bisschen frech, dem Gegner einfach irgendwelche Ressourcen schon mal wegnehmen, die er eigentlich im Schlag nehmen könnte. Also ich kann jetzt hier in seinem Gebiet kann ich nicht bauen, ne? Das geht nicht wegen dem Vertrag. Aber an sich könnte ich ihm halt alles wirklich so ein bisschen streitig machen, oder habe ich ja schon auch. Das gefällt mir halt nicht so gut, aber ich will es halt auch so ein bisschen offenlegen natürlich, was genau das ist, was mir nicht so gefällt. So, jetzt können wir so langsam anfangen, die Militärgebäude halt zu bauen und die entsprechenden Technologien zu erforschen, die wir so brauchen. Und hier mache ich mal noch einen Außenposten hin. Brauche ich vor allem Holz, um die ganzen Gebäude zu bauen. Ich glaube, hier kann ich mal noch ein Holzverlager bauen gleich. Nee, das war ein Missklick. Zwei, ja, mir zuzuschreibende Goldspots sind auch noch da, wie ihr seht. Es bleiben immer noch 15 Minuten, um das Ganze hier wirklich fertigzustellen. Er fängt jetzt auch an, Militärgebäude zu bauen. So, er ist auf frühen Imperialzeit, bringt ihm aber natürlich nichts unter diesen Umständen. Alle Technologien reinballern, so wunderbar. Ja, hier eine Burg in die Nähe zu setzen ist halt blöd, weil er da seine Burgen baut. Oh, was habt ihr denn vor? Na gut, machen wir es so. Da bauen wir hier eine hin. Die Technologie ist auf dem Weg, die Technologie ist nicht auf dem Weg, die ist auf dem Weg, wunderbar. Dann würde ich jetzt noch ein paar Ställe bauen. Ich werde hier mithelfen. Und da geht es natürlich jetzt auch so ein bisschen um Map Control. Ihr seht, ich habe jetzt schon sehr schön die Großteil der Karte so in Beschlag genommen. Einfach weil er auch nichts dagegen machen kann. Ne? Also er kann halt nicht verhindern, dass ich da baue. Wegen des Vertrags eben. Das habe ich noch gar nicht geholt hier. Ah, hier hat er sich auch breit gemacht. Interessant. Aber ja, gut, KI macht es genauso frech wie ich. Vielleicht noch ein paar mehr Felder dann, wenn ich hier Kavallerie noch ein bisschen ins Spiel bringen will. Wunderbar, wunderbar. Ja, gibt es sonst noch was? Ich glaube nicht eigentlich. Kann jetzt halt gleich anfangen, auch Dorfwunder zu löschen und auch schon mal die Marktpreise noch ein bisschen auszunutzen hier, weil die hier natürlich auch runter, also wer sich die am längsten die meisten guten Deals leisten kann, der hat natürlich auch noch mal einen Vorteil. Ich fange mal an, welchen zu löschen hier, ich glaube so 130 sollte ich dann anfangen erstmal. Okay, seit ich spare jetzt natürlich auch so ein bisschen was auf, oder ja, weniger sogar würde reichen. Das ist ja aggressiv. Also das ist halt so ein bisschen das Absurde hier, ne? Jetzt stehen wir hier halt mit unseren Armeen, weil die Vertrag, also selbst für die KI sind 45 Minuten schon echt lang. Da ist man auf jeden Fall dann schon voll aufgebaut und muss sich um nichts mehr kümmern, wirklich. Hier haben wir alles in Technologien, wunderbar. Schön verkaufen hier. Wir lange noch das gute Gold hier nutzen können. Und schön die Produktionsschleifen vollballern. Was ist das denn für eine Technologie? Ja gut, brauchen wir nicht. Aber hier für Gebäudelebenspunkte können wir noch holen. Aber ich denke, es wird auch so, ich denke, es sollte klar sein, warum ich unter diesen Umständen denke, dass ich gegen mehr als eine KI auf keinen Fall Land sehen würde. Einfach weil auf jeden Fall die komplett parat wären. Ne? Also wäre auf gar keinen Fall irgendwas, was ich
mir herausspielen könnte, so. Ein Vorteil. Ist eigentlich der Holzpreis immer noch so hoch? So, also schauen wir uns noch mal an. Aber die Technologie kann ich mir auch noch holen, dann kann ich hier noch ein paar Außenposten verteilen. Um nochmal extra frech zu sein. Kann ich nämlich alles sehen, was er so macht. Also wir wissen, er hat seine Spezialeinheit hier großflächig eingesetzt. Ich glaube immer noch die Gold vor der Nase. Er hat auch Ramen hier eingesetzt. Bisschen Kavallerie mit drin. Und der ich bisher selber noch gar nichts ausgebildet habe, fällt mir natürlich jetzt auf. Aber habe auch keinen wirklichen Bedarf erstmal. Aber ich habe die entsprechenden Technologien geholt. Also ich kann, sobald ich Kavallerie brauche, auch welche einsetzen. Kamele sind gar nicht so schlecht an sich unter den Voraussetzungen, weil die halt auch gegen die X-Wägen noch Bonusschaden machen. Ich glaube sogar, es ist eigentlich smart, näher an 100 Dorfbewohner jetzt ranzugehen, weil man halt so, man spart so viele Ressourcen jetzt hier auf und kann die nicht wirklich umsetzen, weil man einfach schon so lange am Anschlag ist. Und ich habe jetzt so viel Gold auch noch auf der hohen Kante. Es ist einfach schön, die Produktionsschleifen vollballern, vielleicht noch mehr Produktionsgebäude bauen wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall auch genug Potenzial hier immer noch nachzuschieben. Wunderbar. Hier auch nochmal eine Technologie geholt. Wunderbar, wunderbar. Ja, und jetzt sind es noch 5 Minuten, in denen wir beide nichts machen. Hier auch, das habe ich schon mal gesehen in dem Vertragsmodus, dass die KI immer solche Kreise bildet irgendwie. Bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt hier von der Armeekomposition schlagen wird. Ich glaube, also vor allem, weil die KI sich so ein bisschen mehr verteilt hat als ich, dass die ersten, der erste Kampf ganz gut für mich ausgehen sollte eigentlich. Vor allem ist es auch so, also normalerweise, so als Faustregel, Fernkämpfer sind nicht so gut gegen Rammen. Also Rammen, weil die, ah ja, Kanonen mittlerweile auch gemacht. Rammen haben ja die schöne Eigenschaft, dass sie extrem viel Fernkampfpanzerung haben. So dass eigentlich jede Fernkampfeinheit, die auf die schießt, immer nur einen Schaden macht und da die recht viele Lebenspunkte haben, können die so als fahrende Schutzschilde durch die Gegend fahren, weil das Feuer auf die so ein bisschen konzentriert und sie eigentlich nicht wirklich sterben gegen Fernkämpfer. Deshalb, ja, praktisch eigentlich, um gegen Fernkämpfer so ein Polster zu haben. Aber bei den Chocobo ist das eine andere Geschichte, denn die schießen mehrere Pfeile und jeder ein Pfeil macht halt mindestens einen Schaden, sodass die auf jeden Fall immer in ihrer Salve ganz gut was anrichten. Das heißt, ich bin gegen seine Rammen eigentlich ganz gut aufgestellt mit meinen Chocobo, aber er mit seinen Einheiten wiederum nicht so ganz. Warum Moment, hier rumstehen. Interessant, dass er sich hier auch so nach draußen mal ausbreitet und mal schauen, was er so treibt. Triboken wären natürlich eigentlich auch nicht schlecht, aber auch hier Kanonen stehen. Die Dorfwohner werden gleich sofort sterben, weil die natürlich hier im Feuer der Burgen stehen werden. Alles hier schon auf aggressiv, alle Produktionsschleifen vollpacken. Komm, wir machen die Chevaliere auch schon mal rein, auf jeden Fall. Und nochmal 2 von den Stellen in seine Wirtschaft rein. So, jetzt geht's hier ab. Das, also ich deshalb, weil ich eben diesen Faktor habe, dass meine Chocobo gegen die Rammen ganz gut sind, aber seine Spezialeinheit gegen meine Rammen halt nicht so gut ist, komme ich hier ganz gut durch. Was er eigentlich benutzen müsste, wären halt seine Kanoniere. Also seine Kanonen nenne ich seine Kanoniere. Was hat er denn jetzt? Konvertieren gehen.
mal zu den Dudes hier oben schicken. Hier sind jetzt auch die Onaga im Einsatz. Die ich, wie gesagt, nicht ganz so gut aus. Sehe ja eigentlich normalerweise. Hier könnte ich nochmal hingehen. In die Wirtschaft müssen reinlaufen. Das ganze zusätzliche Gold kann ich jetzt natürlich hier schön auch einsetzen, um auch viel Goldeinheiten zu ballern, ganz klar. Und ja, das hat sich eigentlich jetzt schon erledigt. Aber ich glaube halt nicht, dass das gegen mehrere KIs funktionieren würde, so, weil die ja dann halt doppelt so viel Armee hätten, doppelt so viele Gebäude zu zerstören wären quasi und vor allem der Handel halt eine Option wäre, den ich halt nicht benutzen kann als einzelner Spieler. Heißt, ich glaube nicht, dass es so einfach wäre, wie das jetzt hier gerade ausgefallen ist. Da mal irgendwo was rumlaufen. Sieht nicht so aus. Oh, hier ist sogar eine Lücke hinten gewesen. Hinten in seiner Base eine Kanone, einen Kanonenturm gesetzt, interessanterweise. Ja, jetzt eigentlich nur noch eine Frage von wenigen Sekunden wahrscheinlich. Hier noch irgendwie welche? Ja, da oben. Ja, also das jetzt war halt ein Wunsch, dass ich sowas mal demonstriere. Wäre vom Prinzip her halt mit allen Völkern gleich. Also auf jeden Fall Fast Castle, mehrere Dorfzentren bauen. Ich würde sagen 5, 6 kann man eigentlich dann in dem Szenario mit allen Völkern machen. Und auf eine starke Late-Game-Komposition setzen. Armee parat haben, sobald der Vertrag halt ausläuft, damit man sofort losschlagen kann. Und die Produktion schön am Limit halten. Ressourcen ausgeben, die ganzen Standard-Makro Geschichten. So, jetzt gibt es auch auf. Wunderbar. Also das war relativ unspektakulär letzten Endes. Jetzt mal, ich werde mal noch ein Video, machen, wo es gegen zwei Versuche zumindest einfach pro forma, aber ich bin da nicht sehr zuversichtlich, dass das schaffen wird, ehrlich gesagt. Jetzt aber, ja, damit wir es mal gemacht haben, noch mit reinnehmen. Die Völker, ja, ich glaube, als Koreaner kann man das auf jeden Fall mit mehr Onagan lösen. Also Onagan sind auf jeden Fall die Antwort auf Chinesen. Hat jetzt nicht so viele von denen gemacht, hat ein paar Kanonen dabei gehabt, ein paar Onaga, aber die fuhren alle so ein bisschen planlos einzeln durch die Gegend. Die habe ich jetzt mit den Chevalier natürlich auch relativ gut wegsnacken können. Ja, ansonsten gucken wir mal noch einmal in die Statistik rein, wie viel Bevölkerung er maximal gemacht hat. Er ist ungefähr gleich viel, aber er hat natürlich auch dieses ganze Gold nicht eingesammelt. Er hat also beziehungsweise die ganzen Reliquien sich nicht geschnappt. Weiß nicht, ob das, also das wäre im Spiel gegen mehrere KIs natürlich noch ein geringerer Faktor, weil natürlich Handel hätten. Jetzt habe ich hier, wo haben wir es denn? Ja, fast 10.000 Gold mehr als eingesammelt. Ist natürlich eine klare Angelegenheit dann. Und das, der erste Kampf ist direkt halt sehr, sehr klar für mich ausgegangen und für mich war, sind halt die Rammen da dieser Faktor, dass eben seine Haupteinheit gegen meine Rammen nicht so viel macht und meine aber gegen seine Rammen viel macht. Dadurch ist halt bei ihm die erste Welle sehr, sehr, sehr schlecht ausgefallen. Jetzt muss ich mal hier noch gucken, genau. Und das, also das halte ich in dem Szenario auf jeden Fall für wichtig, dass man, sobald es losgeht, schon angefangen hat, wieder ein bisschen Wirtschaft zu löschen. Also erster Schritt quasi viel zu viel Wirtschaft machen, damit man alle Technologien gleichzeitig erforschen kann, alle Gebäude bauen kann und die Produktion anwerfen kann und dann, sobald es nahe ans Vertragsende geht, so viel Dorfwohner löschen, wie es einigermaßen sinnvoll ist, also so auf 100, 110 vielleicht runtergehen, damit man schön viel mehr auf der Fläche hat an und dann, wenn es halt auch gut läuft, kann man natürlich nochmal ein bisschen mehr löschen und ein bisschen hin und her balancieren, aber halt in so einem Szenario will man nicht auf allzu vielen Ressourcen sitzen bleiben, natürlich, es muss alles schön auf die Karte kommen und ja, in dem Fall über 100 Armee kann man dann auf jeden Fall machen, wenn man so viele Ressourcen dann aufgespart hat, aber natürlich kann man mit nur 100 Bevölkerung nicht konstant 100 Armee nachbauen, wenn man eben Einheiten verliert. Das ist dann immer abhängig vom Spielverlauf. Ja, ich hoffe, das war trotz der relativ flachen Spannungskurve hier lehrreich für den einen oder anderen. Und ich werde natürlich
das weitere Video da machen, indem ich dann mal gegen zwei das auf Arena mache, wo ich relativ geringe Chancen mir ausrechne. Aber da vielleicht kann ich da mit guten Völkern das ausgleichen, überlege ich mir mal. Für mich wären zum Beispiel Mongolen da ein guter Ansatz. Oder auch Böhmen. Überlege ich mir mal. Und ihr könnt mir natürlich gerne auch in den Kommentaren schreiben, was ihr so denkt, wie man das lösen könnte. Also Szenario, Arena, 2 gegen 1, extrem schwer KI, 45 Minuten Vertrag. Wie lösen wir das? Das ist die Hausaufgabe. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.